für die Einladung. Ich habe keine Daten und keine Business Policy Recommendations, aber ich glaube, das ist gedacht als mehrstimmige Veranstaltung, wo es möglich ist, dass auch aus philosophischer, theoretischer Seite Überlegungen dargestellt werden, die auch in die Geschichte hineingreifen und auf diese Art und Weise mehrere Herausforderungen bedeuten. Was ich, das ist gleich zu viel Schwung, was ich vorhabe, ist im Prinzip zwei Themenbereiche auszukleiden, darzustellen und gegeneinander zu stellen. Der eine Themenbereich ist, da das die Business Group ist, Ökonomie. Ich werde einiges über ein Tableau gegenwärtig verhandelter Unterscheidungen in ökonomischer Theorie sagen. Und der zweite Themenbereich wird die Philosophie betreffen und dort nicht gegenwärtige Philosophie, sondern ganz am Anfang werde ich beginnen im alten Griechenland. Sie werden eine Geschichte hören davon, wie Menschen begonnen haben nachzudenken in anfänglichen Demokratiesituationen, und meine Absicht wird sein, darauf hinzuweisen, dass der Beginn des demokratischen europäischen Bewusstseins und die damit verbundenen gedanklichen Probleme direkt eine Einwirkung haben auf das, wie wir heute noch über ökonomische Zusammenhänge denken, und dass Open Source in diesem Zusammenhang eine wichtige, entscheidende Rolle spielen wird. So viel nur ganz kurz mal. In der ersten Abteilung ökonomische Unterscheidungen werde ich ein bisschen was erzählen von der Einteilung von Gütern. Wie können Wirtschaftsgüter eingeteilt werden? Auf sehr verschiedene Art und Weise. Drei Achsen der Einteilung von solchen Gütern sind relevant, wie wir sehen werden, für eine gegenwärtige Diskussion. Das eine ist Nutzbarkeit. Ich habe es absichtlich mal sehr, sehr allgemein gesagt, bevor ich in die Details komme. Auf welche Art und Weise kann man Güter nutzen? Das zweite ist, kann ich sie angreifen, kann ich sie nicht angreifen? Welche Materialität haben diese Güter? Und das dritte, für Wirtschaftszwecke ganz besonders prominent, ist, kann ich solche Güter kontrollieren? Kann ich Leute davon ausschließen, die Güter zu verwenden, und in der anderen Richtung ist es unmöglich, Leute von dieser Verwendung auszuschließen. Ich drücke einfach immer ein bisschen zu viel drauf. Die erste Unterscheidung im Hinblick auf Stofflichkeit ist eine, von der wir dann sehen werden, dass genau die entscheidend beeinflusst ist von dem, was vorgegangen ist in der griechischen Philosophie, schon ab den athenischen Vorstellungen, wie man ein Gemeinschaftsleben organisiert. Stofflichkeit kann man unterscheiden zwischen materiell und immateriell, geistig und körperlich. Sie kennen alle diese sozusagen dualistischen Unterscheidungen. Und das gibt es natürlich auch bei Gütern. Entweder sie können etwas angreifen oder sie können es verkaufen, aber es hat nicht den materiellen Charakter. Der nächste Punkt, der wichtig sein wird, bezieht sich jetzt auf die nicht Stofflichkeit, sondern auf die Nutzbarkeit. Und da gibt es eine Unterscheidung, die erst in der Ökonomie so die vergangenen 10, 20 Jahre manifest geworden ist. Eine Unterscheidung, wie man auf Englisch sagt, rival and non-rival goods, rivalisierende und nicht rivalisierende Güter. Die Definition von rivalisierenden Gütern besteht darin, dass man sagt, das ist ein Gut, das, wenn es eine Person hat, eine andere Person nicht haben kann. Nicht rivalisierende Güter sind Güter, die verschiedene, mehrere Personen verwenden können, ohne dass sie einander etwas wegschauen. Also du schaust mir doch nichts weg, wenn ich auf ein Bild schaue, ist ein klarer Fall von ein nicht rivalisierendes Gut.
Es wird sich zeigen, dass diese Unterscheidung sehr prominent geworden ist. Und die dritte Achse ist die der Beschränktheit und Beschränkbarkeit. Ich habe die in meiner Darstellung durch diese Abschattierungen dargestellt. Es gibt Grade von Beschränktheit und Nichtbeschränkbarkeit sinnvollerweise. Also an der Stelle hat man keine leichte Dualität, sondern es gibt Extrempositionen. Das eine sind Güter, die man schlicht und einfach nicht einkasteln kann, und andere, die kann man rigide einkasteln, und die Sachen verlaufen entsprechend einer Skala. Nun werde ich in dieses Quadrat Beispiele einsetzen, und Sie werden damit merken, wie ich mich an das Thema Open Source herantaste. Die einfachsten und naheliegendsten, vom Wirtschaftsstandpunkt her unproblematischsten Beispiele sind im oberen linken Quadranten. Das sind Güter, die materiell sind, die rivalisierend sind, und die für eine Firma optimal wäre es, super beschränkbar sind. Also ganz einfach ein Auto zum Beispiel, eine konventionelle Ware. Es gibt andere solche stoffliche, materiellen, rivalisierenden Dinge, die schon nicht mehr so leicht einschränkbar sind. Parkplätze, Theaterkarten wären etwas, wo man sagen kann, das ist zwar beschränkbar, das ist zwar verkaufbar, aber ob jetzt alle Parkplätze tatsächlich geregelt werden können und ob sich das auszahlt und nicht der Aufwand des Parkkontrollsystems ein größerer ist als der entsprechende Nutzen, das ist nicht so klar. Und die in der Debatte, die sich um Gemeingüter ergeben kann, an vielen Stellen und lange Zeit prominente Instanz von materiellen rivalisierenden Gütern ist das, ist die sogenannte die freie Weide, oder ich habe die freie Weide, damit ich nicht so romantisch daherkomme, mit einem anderen Beispiel wie der Prager Innenstadt verglichen. Die Prager Innenstadt ist etwas materiell, den Zugang dazu kann man nach unseren Standards nicht einschränken. Man hat aber das reale Problem, dass, wenn Sie vor kurzem mal dort waren, gerade zu Ostern oder sowas, Sie praktisch nicht mehr über die Straße können, weil diese rivalisierenden, kaum einschränkbaren und materiellen Güter dazu tendieren, überbenutzt zu werden. Das gibt den Standardausdruck, der Tragedy of the Commons, also die Tragödie des Gemeingutes, das darin besteht, in der frühneuzeitlichen Situation, wo das erste Mal diskutiert worden ist, dass wenn alle Bewohner eines Dorfes ihre Kühe grasen lassen auf der allgemeinen Wiese, auf dem Anger, dann wird das überausgenutzt und es gibt einen Verfall der entsprechenden Güter. So viel zum oberen linken Quadranten. Es gibt, das wird uns nicht sehr beschäftigen, es gibt immaterielle, rivalisierende, beschränkbare Güter, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Vereinsvorsitz ist zum Beispiel etwas, was Sie nicht greifen können, aber was sehr genau kontrolliert wird und was immateriell ist. Es gibt nicht rivalisierende Güter, und das ist nun genau der Konträrfall zu den materiellen Gütern, in denen wir sagen, es ist zwar Materialität, aber diese Materialität hat eine Beschaffenheit, die uns in unserer Wirtschaft und eigentlich für das Staatswesen ganz allgemein vorschreibt, dass wir es nicht vorschreiben können, wer es verwendet. Also Lawinenschutz, um die Beispiele von weiter unten zu nehmen, Lawinenschutz, ein gutes Klima, zum Beispiel ein Gesundheitsdienst, der die Entstehung von Darmepidemien und sowas verhindert, sind Dinge, die materiell sind, die
aber die auch beschränkbar im Prinzip sind, die aber insofern nicht rivalisierend sind, weil wenn sie einen Lawinenschutz haben, dann können sie nicht einer Person den Lawinenschutz entziehen, wenn sie anderen aufgrund von anderen Personen, aufgrund von anderen Überlegungen einen Lawinenschutz oder einen Gesundheitsdienst einrichten. Das ist ja die klassische Situation der öffentlichen Güter. Und nun gibt es letztlich dann auch die immateriellen, nicht rivalisierenden und trotzdem beschränkbaren der Güter, so da sind nicht beschränkbar der Wetterbericht, nicht beschränkbar zum Beispiel Modetrends, also bauchfrei zum Beispiel ist eine Idee, die sie nicht beschränken können, die nicht rivalisierend ist und als Idee so funktioniert. Und hier komme ich nur auf verschlüsseltes Fernsehen im anderen Extrem, also extrem beschränkbar, aber nicht rivalisierend, weil alle Leute, die das Fernsehprogramm sehen, den anderen nichts wegschauen am Fernsehen. Und das ist nun ein Punkt, wo wir die Position haben von Open Source, Formeln, Suchalgorithmen, Medikamenten, also pharmazeutische Formeln und sowas, das fällt in den Bereich, wo Sie niemandem was wegnehmen, wenn Sie es wissen, den Sie aber gleichzeitig, und da stehen Sie vor dem Problem, wirtschaftlich ausnutzen wollen. Und die wirtschaftliche Ausnutzung davon ist nun die Frage, die mich dazu bringt, den Schauplatz zu wechseln und von diesen Gütereinteilungssystemen in die athenische Demokratie zu kommen. Ich habe Ihnen vorbereitet eine ganze Reihe von Zitaten, die ich aber, glaube ich, Ihnen besser inhaltlich mal vorstelle und insbesondere zusammenfasse die folgende kurze Entwicklung. Es gibt, ich habe hier als Reminiszenz die Allgemeingüter, die nicht materiellen Allgemeingüter und die verkäuflichen, beschränkbaren materiellen Güter genommen. In Athen, also einer lebendigen, aufstrebenden Handelsstadt, die global und international war, tritt ein Philosoph auf wie Sokrates und der sagt das Folgende: Leute, ich habe beobachtet in den demokratischen Zusammenhängen, das muss man dazu sehen, das ist sozusagen der Switch von den Adelsgesellschaften, von den tyrannischen und hierarchischen Situationen in eine sozusagen demokratisch verfasste Handelsmetropole. Da habe ich das Folgende festgestellt. Ich habe festgestellt, dass wenn ihr euch beratet darüber, wie viele Schiffe ihr braucht, wie die nächsten Bauten organisiert werden sollen, wie man bestimmte, also Schiffe und Bauwesen, das spricht er da speziell an, dann fragt ihr die Experten. Die Experten, die sich an der Stelle bewiesen haben, die ihre Investitionen getätigt haben, die ihre Kompetenz haben, und diese Kompetenz wird eingebaut in das Gemeinwesen, um die sinnvollen Ergebnisse zu erfüllen. Also typischer Fall ist Kriegsführung natürlich damals auch, da fragt sie die Generäle und nicht den Gemüseverkäufer, auf welche Art und Weise wir den nächsten Krieg führen wollen. Das ist eine Situation, die geht sozusagen, die allgemeine Volksversammlung referiert auf das Wissen, das sich Leute angeeignet haben, die in der Wirtschaft mitverankert sind. Jedoch, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, auf den ich aufmerksam machen will, Sokrates sagt darüber hinaus das Folgende: Wenn ihr aber im Parlament sitzt, er sagt nicht Parlament, aber er sagt Volksversammlung, wenn ihr im Parlament sitzt und wir sind eine demokratische Institution, sind demokratisch verfasst, dann kann plötzlich jeder mitreden. Jeder kann mitreden und die allgemeinen Entscheidungen, zum Beispiel über den Krieg und den Frieden, auch über die Strafprozesse, diese allgemeinen Entscheidungen treffen wir in der großen Gruppe. Da fragen wir nicht, ob ein General dieses und jenes meint, sondern die Entscheidung, ob ein Bau
aufgestellt werden soll, ob ein Krieg geführt werden soll, ist eine Frage der allgemeinen Entscheidung. Und die Wahrheitsfindung und die Entscheidungsfindung ist verstreut und verteilt auf die gesamte Bevölkerung. Das hat der, jetzt gehe ich vielleicht jetzt hier gleich weiter, der Schüler von Sokrates, der sich auf der einen Seite eingelassen hat darauf, dass wir eine gemeinschaftliche Entscheidungsfindung haben, hat es dann gleichzeitig in der Politik ausprobiert und ist draufgekommen, das ist so einfach nicht machbar, und hat eine Theorie, philosophische Theorie, aufgestellt, begründet, die uns nach wie vor erhalten geblieben ist, von großer Wichtigkeit ist. Er hat von Ideen gesprochen. Das nennt sich Ideenlehre, und er hat gesagt, die Kompetenzverteilung, von der ich hier gerade kurz angesprochen geredet habe, diese Kompetenzverteilung sollte folgendermaßen ausschauen. Es gibt einen Bereich, der fällt in die Allgemeinkompetenz. Ich mache das an wieder Platon selbst, ich mache das an einem solchen simplen Phänomen wie dem Kreis. Ein Kreis kann man nennen. Die Benennung eines Kreises, das lernen die Kids ganz von Anfang an. Wir brauchen eine gemeinsame Sprache, um uns verständigen zu können. Das kann nichts kosten, das kann man lernen. Wir wissen, wie das Wort Kreis zu verwenden ist. Das ist Teil unserer gewöhnlichen gesellschaftlichen Situation. Auch noch die Erklärung des Kreises ist etwas, was wir in der Schule lernen und wofür wir nichts extra bezahlen müssen. Das heißt, dass wir mit diesem Wort was anfangen können, das brauchen wir auch noch für alle miteinander. Jedoch die wirklichen Kreise, die Kreise, die man sehen, angreifen, verkaufen will, die fallen in einen anderen Bereich, die fallen in diesen rivalisierenden Bereich. Beim Kreis ist es vielleicht kein so gutes Beispiel, weil wer will sozusagen schon Kreise, reale Kreise kaufen, aber für Platon ist es wichtig, diese Unterschiede zu machen. Das ist hier materiell, und das allgemeine Volksempfinden sozusagen befindet sich im Immateriellen, und die Philosophie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie hier die schöne Verbindung herstellt. Das ist eine sehr lange Vorrede gewesen, die mich jetzt hierzu führt, wo ich die Güterunterscheidungen und die platonische Unterscheidung zusammennehme und sage, stellt sich jetzt keinen Kreis vor, sondern stellt sich ein Auto vor. Wie geht unsere Gesellschaft mit Autos um? Sie geht so um, dass wir dieses Muster, das ich Ihnen gerade skizziert habe, genau heute noch immer verwenden. Wir haben die Idee eines Autos, wir haben den Namen eines Autos, genauso wie wir die Idee eines Rades und die Beschreibung eines Rades gehabt haben. Und dann haben wir die Realisierung dieser Idee. Die Realisierung fällt in den Bereich der Exklusivität, und die Ideen fallen in den Bereich dessen, worüber wir uns unterhalten können. Sie können sich vorstellen, wovon ich rede. Das ist die Grundkonstellation, in der es das Patentwesen gibt. Das Patentwesen, das darin besteht, dass wir einen Unterschied machen zwischen unten rechts und oben links, und dieses Patentwesen tragen wir mit in einer Situation wie der heutigen, in der nun nicht einfach Autos, sondern zum Beispiel Geschäftsprozesse oder Datenbankdesigns dasjenige sind, was auf die Seite, es kommt nicht sehr gut, was auf die Seite der Formeln und der Konzepte fällt. Und wir haben an der Stelle eine neue Situation, die uns in die Open-Source-Problematik reinbringt, und die neue Situation ist die, sollen wir wirklich das, was beim Auto selbstverständlich ist, nämlich dass da ein Gefährt da ist, das fahren kann, dass man sich hineinsetzen kann, das Geld kostet zur Konstruktion, sollen wir wirklich nach derselben Art und Weise die Materialität von Computernetzwerken und was immer sich damit verbindet, sollen wir das so konstruieren wie die alten warenbasierten Vorstellungen, oder ist es nicht so, dass was an dieser Stelle hier gehandelt wird, nicht rivalisierende Designs, Formeln, Vorstellungen nicht
in dieses Feld hinein ökonomisiert und ausgenutzt werden sollten. Und hier gibt es eine Sache, wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten. Zu den wichtigen Punkt komme ich noch. Da will ich Ihnen einen Namen nennen, der für mich entscheidend wichtig ist. Das ist ein US-amerikanischer Ökonom, Paul Romer. Frau von Paul Romer war Wirtschaftsberaterin von Obama. Und Paul Romer ist für mich an dieser Stelle geradezu ideal, weil er eine wirtschaftsökonomische Theorie aufgebaut hat, die darauf aufbaut, dass es einen wesentlichen ökonomischen Unterschied zwischen Ideen und Dingen gibt. Das ist genau die Unterscheidung, die Platon eingeführt hat, zwischen diesem Materiellen und Immateriellen und die damit zusammenhängt, wie er in mehreren Artikeln darstellt, die damit zusammenhängt, dass die rivalisierende Güter charakteristischerweise Denkgüter sind, nicht rivalisierende Güter Ideen. Und er sagt, wir müssen damit umgehen, dass wir bei Dingen eine Ökonomie haben, in der der Markt funktioniert. Und er funktioniert auf eine geniale Art und Weise so, dass in einem Marktsystem ein Ding als der Preis zwei unterschiedliche Signale setzt, die das Wirken der Ökonomie der Wirtschaft begründen. Das eine ist, dass der Produzent weiß, er kann sich nach dem Preis richten im Hinblick auf das, was er produziert, und die Konsumentin kann sich nach dem Preis richten im Hinblick auf das, was sie verlangt, und auf diese Art und Weise pendelt sich das ein. Und das Beispiel, das Paul Romer jetzt bringt, eine Schwäche des Marktes aufzuzeigen, und diese Schwäche des Marktes ist aber eine entscheidende, für heutige Umstände extrem wichtige Schwäche, und das ist das, dass bei Ideen diese Doppelfunktion des Preises nicht mehr funktioniert. Und das Beispiel, das er bringt, ist die sogenannte orale Rehydrationstherapie. Die besteht einfach darin, jemand hat die Idee gehabt, dass man Kinder mit Durchfall in Schwellenländern nicht einfach mit Wasser behandelt, dass man denen nicht einfach zu trinken gibt, weil dann wird der Durchfall nämlich noch schlimmer und sie sterben, sondern dass man in dieses Wasser 8 Teelöffel Zucker und 1 Teelöffel Salz hineintut und ein bisschen anderes Kalzium noch oder sowas, vollständig gratis Bestandteile, die es überall gibt, und wenn man den Kindern das zu trinken gibt, dann bekämpft das den Durchfall, die Kinder leben, Millionen, also Hunderttausende von Leben sind auf diese Art und Weise gerettet worden, es kostet überhaupt nichts. Es ist nicht rivalisierend, und wie geht die Gesellschaft damit um? Wir müssten nach der Logik des Marktes, müssten wir nicht nur den Nobelpreis, sondern riesige Geldmengen der einen Person zahlen, die diese Idee gehabt hat. Wahrscheinlich weiß es gar niemand mehr, wer sie gewesen ist. Also an der Stelle bricht das zusammen, und der letzte Punkt, den ich sozusagen in Ruhe jetzt hier noch machen kann, ist der folgende, dass die Frage von die Frage einer Wirtschaftssituation, die nicht mehr gesteuert ist, hauptsächlich durch materielle Güter, durch Hochöfen, Kohlebergwerke und sowas, sondern die vom Wissen gesteuert ist, eine Informationsgesellschaft, in der der Rohstoff, die Formel, die Datenbankdesigns etc. etc. sind, ist nicht sinnvollerweise nach demselben Muster zu betrachten, wie wir die materialbasierte Wirtschaft haben. Das heißt, dass die Frage danach, wie organisieren wir unsere Güterabwägung und unseren Gütertransfer, eine andere sein kann und sein muss, ich hoffe doch auch sein wird, als die zwischen Materialität und Immaterialität. Ein wichtiger Begriff, den Sie gebracht haben, ist an der Stelle der Begriff der Ökologie. Es geht nicht so sehr sozusagen um ein Kickboxen zwischen dem, was man freikriegen kann, weil es nur eine Idee ist, und dem, was man
einschränken kann, weil es einerseits kontrollierbares Ding ist oder aber nach dem Muster von kontrollierbaren Dingen eingeschränkte, eingekastelte Ideen, die man möglichst beschützt vor dem Zugriff von anderen, sondern eine Vorstellung eines ökologischen Gleichgewichtes, jetzt nicht im Sinne von Klima und Erde und Boden, sondern eine Ökologie zwischen diesen Formen der Güter, die ich Ihnen angesprochen habe. Das heißt nicht, und das, damit höre ich vielleicht auf, ich habe sozusagen sehr wenig über die Open-Source-Geschichten geredet, die Sie alle kennen, aber ich hoffe, von der Idee kommen Sie mit. Ich rede jetzt auch am Ende. Ein bisschen von einem anderen Beispiel. Stellen Sie sich das Kochen vor. Und meine Idee ist die, wenn Sie sich vorstellen, wie das Kochen funktioniert und das aufteilen und sozusagen rüberspiegeln auf die Art und Weise, wie man mit Open Source umgeht, dann könnte da was rausschauen. Sie beginnen mit Rezepten. Rezepte, sagt Ihnen die Großmutter, Rezepte kosten nichts. Rezepte können Sie umsetzen. Das kann sozusagen jede Person, um sich zu ernähren. Und von dort her gibt es, es gibt so einen Kochkünstler und es gibt Restaurants. Und Restaurants sind etwas, wo Sie gerne hingehen, die materiell sind, die in der Wirtschaft und in der Ernährung eine wichtige Rolle spielen, die aber als Restaurants natürlich in keiner Weise ausschließen, dass Sie zu Hause auch kochen können oder dass Sie auf die Wiese gehen und dort den Bärlauch sich holen. So ähnlich wäre das Mixed Environment in der neuen Ökologie aufzufassen.